Ah, oh mein Gott, er ist aber kochend heiß geworden. Ja, Angst. Mama, Hilfe, was mache ich hier? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich hoffe, euch gefallen die Daily Uploads. Es macht mir unnormal Spaß und falls ihr mich supporten wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abonnement, ein Like, Kommentar, seid aktiv gerne. Ich würde mich über alles unnormal freuen. Ich liebe es gerade mit euch in den Austausch zu gehen und ich glaube, ihr merkt auch, dass ich auch viel, viel aktiver jetzt in den Kommentaren richtig mit euch chatte. Heute habe ich ein Video, ich glaube, viele von euch können damit relaten. Wir alle benutzen TikTok wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir sollten. Und man bleibt da immer in so einem Hamsterrad hängen. Also, keine Ahnung, man öffnet es kurz. Kennt ihr das? Ich bin so jemand, ich will eigentlich gerade zum Beispiel meine E-Mails checken, gehe dann aber kurz auf TikTok oder auf Instagram und bleib dann einfach hängen und vergesse eigentlich meinen Hauptgrund, warum ich mein Handy gerade gestartet habe. Aber nicht nur das ist die Tücke an dieser App, sondern es wird auch wirklich sehr personifizierte Werbung ausgespielt, wo ich wirklich so oft sitze und mir so denke, brauche ich das jetzt? Es sieht aus, als könnte es mein Leben verbessern. Viele Sachen sind aber auch einfach nur weird oder komisch oder man erkennt auch schon gefühlt bei so vielen Sachen den Scam auf den allerersten Blick, finde ich. Und ich habe wirklich einen ganzen Tag lang einfach jede Werbung, die mir angezeigt wurde, gekauft. Jede. Ich musste tatsächlich ein bisschen mit diesem Video warten, weil ich wollte natürlich auch genug Produkte im Video zeigen. Aber ein Produkt hat wirklich sehr lange auf sich warten lassen und ich dachte schon, ich wurde gescammt, aber wurde ich nicht. Deswegen, herzlich willkommen, wir testen die Sache jetzt mit euch und ich bin mindestens genauso excited wie ihr. Starten wir mal mit der Werbung, über die ich am allermeisten gestolpert bin und die wirklich... Ich frage mich halt, wenn die es gefaked haben, weil es hat mich schon so ein bisschen überzeugt und ich war wirklich da so, ich brauche das. Das war aber auch das Teil, von dem ich gerade eben geredet habe, was am allerlängsten gebraucht hat. Und die Rede ist von diesem guten Teil hier. So sah die Werbung aus. I know this looks crazy, but I just want to show you how crazy this tool works. I am a licensed esthetician and makeup artist. Hi, my name is Kaylin Lewis. And look. Ich wollte es einfach ausprobieren, was soll ich sagen. Ich war super lange in diesem Roller-Game drin, dann habe ich irgendwie aufgehört. Seit ich Jamie kenne eigentlich, irgendwie habe ich aufgehört damit. Aber so ein gesnatchtes Gesicht? Why not? Dass meine Haare übrigens so aussehen, wie sie aussehen, hat auch einen Grund. Wir werden nämlich noch Haartools testen. Das allererste, was mir aufgefallen ist, als es ankam, Freunde, hier steht keine Firma drauf. Nichts. Ich habe sehr große Angst davor und ich hoffe einfach, dass es hält, was es verspricht, weil es war auch nicht gerade günstig. Die Marke hieß ja Prestige und wenn man das googelt, dann findet man eigentlich nur ähnliche solche Dinger. Also ich habe vorher, bin ich noch nie über sowas gestolpert, aber man findet ähnliche Sachen von 100 Euro bis 27 Euro, oh sogar 112 Euro. Es gibt wirklich viel davon und ich glaube meins war so ungefähr bei 50 Euro, 40, 50 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber tatsächlich finde ich die Seite gerade nicht mehr. Und es sieht halt wirklich aus wie so ein Resale-Produkt, weil hier nicht mal eine Brand drauf steht. Also das ist einfach so ein Dropship-Ding, glaube ich. Wenn es wirkt, why not? Leute, ich habe es gerade angemacht und das Geräusch hört sich an wie so ein Tamagotchi aus 1995. Guck mal. Ich bezweifle, dass das was bringt. Es stinkt auch irgendwie ein bisschen. Ich habe es angemacht, okay. Fingers hold the induction bar. Co-use it with makeup remover or cleaning makeup water when deriving the dirt. And please do not co-use it with facial cleanser or cleansing oil. Alter, ich habe gerade richtig Angst. Es gibt clean, EMS, ich habe richtig Angst, und hot. Leute, gibt mir das jetzt einen Stromschlag oder was? Clean cleant anscheinend die Poren. EMS liftet das Gesicht und das ist ja das, wo ich die Werbung für gesehen habe. Aber ich habe gerade so krank Angst davor. Was tue ich mir hier eigentlich an? Hier steht halt, wie man das anwenden soll. Dadurch, dass es sich halt so schlimm gerade anhört, so Billo-mäßig, habe ich gerade einfach richtig Angst davor. Also ich brauche gerade echt Eier. Und vor allem bei EMS steht, dass ich eine Lotion in mein Gesicht tun soll vorher. Aber wenn das so mit Stromschlägen ist, dann darf ich da doch kein Wasser in meinem Gesicht haben. Soll ich explodieren, oder? Das wirkt hier so trashy. Das ist einfach der Fake davon. Weil das Ding sieht auf dem Bild auch komplett anders aus als das. Das hier ist einfach so, das ist überhaupt nicht das Ding. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das, was die da benutzen, sieht so aus wie auf der Verpackung. Aber was ich... habe. Ich bin so dumm. Ich hatte die Kappe drauf. Alles gut, ich habe das Originalprodukt. Jetzt habe ich aber noch mehr Angst.
Okay, Friends, ich mache das jetzt. Ich werde Toner auf mein Gesicht tun. Und dann, denke ich mal, gleitet das ein bisschen besser, weil alle in den Videos haben in ihrem Gesicht geglänzt. Also ich denke mal, es wird nicht schlimm sein. Ich hoffe einfach jetzt, dass es dieses Wort EMS mich einfach nur triggert, aber es halb so wild ist. Nachtserum ist auf meinem Gesicht. Mal gucken, ob man was sieht, ne? Bei denen tun die immer so... Oh Gott, ich habe so Angst. Schatz, kannst du kurz herkommen? Ich habe so Angst, wenn irgendwas passiert, sollst du dabei sein. Weil ich teste jetzt so ein Ding und das macht, glaube ich, Elektroschocks in mein Gesicht. Du musst für mich da sein, wenn es passiert. Okay. Guck mal, wie Billo sich sandert, oder? Das hört sich so unseriös an. Okay, und das soll Elektroschocks machen? Keine Ahnung, wir probieren... Oh Gott, das vibriert einfach nur, ich habe mich so erschrocken. Okay, ja, ist nicht schlimm. Wofür soll das sein? Es macht so eine Jawline. Es ist heiß. Das ist jetzt EMS. Ich habe Angst, weil EMS heißt doch Elektroschock. Schatz, ich habe wirklich Angst. Was passiert? Ich bin hier. Kannst du es machen? Nein. Bitte. Nein, auf keinen Fall. Ich will das irgendwo anders probieren als in meinem Gesicht. Aha. Nein, es passiert nichts. Okay. Und jetzt so batz. Und so BAM! Ich sehe schon die Wirkung. Ja, oder? Ich bin schon richtig skinny geworden. Ist das ein Unterschied zum anderen Modus? Nö, das Licht. Die sagen, das Licht, das rote Licht ist für irgendwie das hier und das grüne ist irgendwie, um die Poren zu reinigen oder so. Mhm, das vibriert einfach nur. Aber kann schon sein, dass es irgendwie lockert und das Licht irgendwas bringt, aber... Ich habe irgendwie... Das Ding ist, ich habe irgendwie gerade gemerkt, dass hier einfach keine Firma draufsteht. Nirgendwo drauf. Die Verpackung sieht schon ziemlich gut aus. Ja, aber da steht keine Firma, ist doch voll komisch. So, sieht man jetzt ein Vorher-Nachher? Ich bin zweifelig. Irgendwie schon. Guck mal, meinem Auge. Ich finde, mein Gesicht geht auf der Seite nach oben. Ich habe gerade Angst, dass ich Schlaganfall kriege. Ja, aber guck mal, mein Auge ist irgendwie anders. Hä? Es ist schon so, es hat mich schon gesnatcht irgendwie. Soll ich mal auf der anderen Seite machen, dann würde ich jetzt direkt ja den Unterschied sehen. Da was drücken? Nee. Der merkt irgendwie, wenn er an der Haut ist. Ich glaube, das soll halt auch so die... Oh, das kitzelt in meinem Ohr. Die sollen... Das soll ja auch irgendwie so die Muskeln entspannen und so. Mhm. Ja, es ist ja wie so eine Lymphdrainage. Jetzt sehen die gleich aus, die Augen. Ich fühle mich irgendwie gerade auch straffer. Aber es ist halt, weil, glaube ich, alles sich so anspannt durch diese Vibration. Ja, man wird es im Video sehen. Leute, seht den Unterschied. Also ich weiß ja nicht. Oh, mein ganzes Gesicht kribbelt. Ich probiere es jetzt mal aus und dann gebe ich euch einen Langzeittest. Es gibt noch den blauen Modus, hot. Wird es dann warm oder was? Noch wärmer? Das blaue soll so für morgens sein. Oh, es fühlt sich einfach halt alles genau gleich an. Es ist wahrscheinlich trotzdem besser, das zu benutzen, wenn es einem halt Spaß macht durch die Vibration, als so ein Roller. Aber ich glaube, es kommt irgendwie aufs selbe hinaus. Oh, und der hier ist wenigstens kühl. Mir ist gerade irgendwie ein bisschen schlecht, einfach weil ich so krass nervös gerade war und mein Gesicht jetzt so rot wird und ich Angst habe. Ich habe übrigens gerade mein Christmas-Pyjama an für die Weihnachts-Vibes. Siehst du, oder? Den habe ich neu, den habe ich von heute und ich liebe den. Machen wir weiter mit Food. Ich mache das einfach mal hier so ein bisschen versetzt. Und Freunde, darüber freue ich mich ganz besonders. Mir wurde nämlich diese Werbung angezeigt. Und ich war so, blauer Honig, I have to try this. Ich habe mir hier einmal Lebkuchengenuss mit Honig bestellt. Erdbeere im Honig. Der heilige Gral. Spirulina in Honig. Ich glaube, ich finde Spirulina eklig. Ich hatte davon mal so Bold und das Blaue sah immer fancy aus, aber fand ich jetzt nicht so lecker. Und Vanille im Honig. Und ich glaube, wir machen einfach mal einen Taste-Test, Freunde, oder? Honig hält sich doch lange. War irgendwie mega süß, überhaupt keine Scam-Firma, einfach so eine kleine süße Firma. Gregers Imkerei und sowas supporte ich doch ganz gerne, deswegen habe ich direkt 4 Flaschen mitgenommen. Ich finde es irgendwie so lustig, dass solche Läden TikTok-Werbung schalten, aber auch schlau. Also ich meine, ich habe es gekauft und ich wollte es einfach testen. Und ich glaube, für Honigliebhaber ist das eine tolle Geschenkidee, mal irgendwie so, es ist halt mal ein bisschen ausgefallener. Und vielleicht finde ich jetzt mein Traumbrotaufstrich. Wer weiß. Ich drehe das jetzt parallel auch als Taste-Test für TikTok. Deswegen muss ich kurz meine große Lampe ausmachen, weil mein Handy irgendwie gerade geflackert hat. Nicht wundern. Ich möchte hier mit dem No-Brainer anfangen, Vanille.
Ja. Ich hab so Angst. Schmeckt einfach nur nach Honig. Ich habe gerade ein bisschen Halsschmerzen, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass ich so hier so ein Honig-Tasting mache. Nee, also, da könnt ihr euch auch einfach ganz normal Honig holen. Das schmeckt komplett einfach nur nach Honig. Ich schmecke da nichts von Vanille. Machen wir mal weiter mit Erdbeere. Davor habe ich ein bisschen Angst, sage ich ehrlich, weil wenn Erdbeergeschmack so künstlich ist, bin ich da komplett raus. Oh, es ist irgendwie härter als Vanille. Das ist lecker, man schmeckt die Erdbeere und es schmeckt nicht künstlich. Ja, das finde ich lecker. Erdbeere ist lecker. Aber auch sehr süß und es schmeckt ein bisschen wie so getrocknete Erdbeeren da drin oder so. Aber ich finde es lecker. Es ist so wie Erdbeermarmelade mit Honig gemixt und das mögen ja viele, oder? Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Oh mein Gott, kennt ihr diesen Zeichen? War das nicht so eine Zeichentrickfigur? Blablabla, unser Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Genau so schmeckt diese Marmelade. What the fuck? Wer war denn das? Ist der Tom? Tom und sein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Und das Brot war immer so richtig dick. Und dann war immer so ein richtig geiler Klotz mit Honig drauf und Marmelade. Und es sah immer so satisfying aus. Wow. Ich bin eh so jemand bei Zeichentrickfilmen. Ich finde immer das Essen so geil. So bei Heidi, diese Brote. Machen wir weiter mit Lebkuchengenuss. Passend zur jetzigen Weihnachtszeit. Lebkuchengenuss mit Honig. Oh. Mmh. Wow. Das ist sehr, sehr lecker. Mmh. Ich könnte das jetzt nicht komplett auf dem Brot essen, weil es schon sehr intensiv ist, aber sowas in so ein Löffel davon in meinen Tee oder so. Wow. Es ist schon sehr, sehr intensiv, aber wirklich sehr, sehr lecker und perfekt für diese Jahreszeit. So, und jetzt machen wir mit dem Highlight weiter hier. Spirulina Blau. Blauer Honig. Never heard of this. Ist ein Hingucker. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Frühstücksbrunch organisiert, dann müsst ihr das einfach mal besorgen, weil die Leute werden von euch reden. Auch noch nach dem Brunch. Ihr werdet da Brunch-Highlight werden. Angst. Ich mag kein Spirulina. Ist in Ordnung. Spirulina schmeckt irgendwie ein bisschen nach Kirsch, habe ich das Gefühl. Bisschen wie so ein Kirschlolli. Nee. Not my thing. Aber blau und sieht cool aus. Hätten wir das jetzt auch mal gemacht? Kann man machen. Vor allem für Honigfans, glaube ich, einfach eine tolle Geschenkidee. Was soll ich sagen? Also, ist von mir approved. Ist von mir approved. Die nächste Werbung, die mir angezeigt wurde, ist diese hier. Habe ich gemerkt, dass es die gerade nicht auf Lager gibt. Ich weiß nicht, ob das gerade so eine internationale Sache ist, dass es zuerst im Ausland ausrollt oder ob ich irgendwie geschlafen habe und es schon voll lange ein Ding ist und es jetzt ausverkauft ist. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich habe den Arab. Ich liebe den Arab und ich will unbedingt auch das Original haben, aber ich habe mir dann dafür ein Dupe bestellt von Amazon. Das war relativ günstig. Sieht ein bisschen anders aus. Wir testen jetzt einfach mal das Dupe, weil im Endeffekt, ne, ich wollte mir das Originalprodukt holen. Ich will es auch immer noch haben. Also Dyson, falls ihr das seht, ne? Ich brauche generell auch einen Föhnaufsatz vom Dyson, habe ich gesehen, weil mir war gar nicht bewusst, dass der Dyson Airwrap selber auch einen Föhnaufsatz hat. Das ist ja übertrieben cool, da braucht man gar keinen extra Haarföhn mehr. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der aussieht und wie der meine Haare in Struktur bringt. Let's go. Ich verstehe nur irgendwie immer nie, wofür dieses Teil ist. Das ist bei den richtigen Airwraps auch dabei. Meine Haare sind frisch gewaschen und nass und beginnen sich zu locken, weil ich eben Naturlocken habe und das meine Ausgangslage ist. Und wir holen jetzt mal das gute Stück raus. Ich habe hier gerade den Originalaufsatz drauf vom Dyson. Das ist so einer von den Lockendingern. Das ist jetzt so das rohe Modell, muss in die Steckdose und ich liebe den. Ich bin wirklich jetzt sehr gespannt, ob der Föhnaufsatz überhaupt drauf passt. Dadurch, dass ich so eine andere Farben-Edition habe, passt das jetzt leider nicht so da drauf. Und ich glaube, der Originale, den kann man auch direkt mit dem Kopf drauf stöpseln. Den hier nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, dass sich die Sachen übertrieben hochwertig anfühlen. Also das fühlt sich schon sexy an. Ich muss auch kurz gestehen, eine Sache, dass ich noch nie in meinem Leben... Oh, das ist auch so was Feines. Das ist magnetisch. Hör mal. Ich habe noch nie in meinem Leben meine Haare diffus. So, jetzt ist es raus. Aber ich will einfach nur gucken, ob es überhaupt funktioniert. So, das müsst ihr jetzt hier einfach an den Dyson. Ich kann euch ja mal zeigen, die Original-Dinger. Die klappt man hier so ran. Dann nimmt man es wieder ab. Das müsst ihr hier mit. Hat ein bisschen schwerer, also ist ein bisschen schwerer gewesen, aber ist dran. Sieht aus wie ein Riesentelefon. Hello. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Musik.
dachte, amazing, das funktioniert ja krass und die sind alle voll definiert. Also gleich so ein bisschen, wow, ich würde so gerne jetzt mal den originalen Aufsatz davon haben und den Unterschied testen. Also Dyson, falls ihr das seht, ich wäre sehr offen dafür. Ich hätte auch richtig gerne mal den richtigen Föhnaufsatz, weil man kann an den Airwrap auch einen Föhnaufsatz drauf machen und dann bräuchte ich gar keinen extra Föhn. Wisst ihr, was ich meine? Oder hat jemand von euch den und weiß, ob der noch eine extra Power hat, der Dyson Föhn? Also hier sehen wir die diffuste Seite versus die undiffuste Seite. Und ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Also man merkt schon, dass das hier alles nicht 100% fest sitzt. Ich hätte wirklich lieber den Originaladapter, aber ist doch geil, dass es jetzt solche Funktionen gibt. Ist für mich auf jeden Fall approved. Ah, oh mein Gott, er ist aber kochend heiß geworden. Halleluja, oh mein Gott, er ist kochend heiß, dieser Aufsatz. Hier vorne geht's, aber er ist auch schon warm. Hier kann ich ihn nicht anfassen, das ist ja... Okay, wieder absolut raus. Also das ist das normal, das ist doch nicht... Es ist kochend heiß. Junge, das ist ja schon fast gefährlich. Also es ist nicht nur fast. Weil wir jetzt schon bei Haircare sind und das eigentlich ganz gut funktioniert hat, ich muss nur ein bisschen... Ihr könnt mir ja immer eure Curling-Hacks in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich glätte auch sehr gerne meine Haare und da habe ich auch meine absoluten Top-Produkte, aber ich bin über eine Werbung gestolpert und irgendwie sah es aus, als wäre es der einfachste Weg gefühlt, die Haare zu glätten und die Rede war davon. The ends to get a blowout look. Look at this difference in two passes. As you can tell, I have a lot of hair and this just makes my life so much easier. One section done. Trust me, I'm grateful that I have a lot of hair, but it is hard to manage. I got the pink one. I got it. It's a... Timo delivers designer and product girl to our queens. Okay, also Timo Ring heißt der. Hair Straightening Comp. Und ich wollte sowas schon immer mal ausprobieren. Meine Mama hat manchmal so davon geschwärmt. Sie hat auch irgendwie so einen Kamm gehabt. Der hat 5 Temperaturlevel. Er ist in 60 Sekunden heiß. Nach 30 Minuten geht er selber aus. Hat so einen Swirl Cord. International Dual. Oh ja, ich hoffe, der geht in meine Steckdose. Auto Temperature Lock. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Live Unboxing mit Frau Loops. What is that? Guck mal, ist der nicht rosa? Warte mal. Oi, da kam ein Haarbürstenei. Ich habe den übrigens bei Amazon bestellt. Also den ganz easy peasy bei Amazon. Es gibt einen Hitzehandschuh, den man anscheinend braucht. Davor habe ich ja dann immer schon direkt Angst. Es gibt Haarspangen. Kommen wir zum Teil der Begierde. Und zwar der Hair Straightening Comp. Also ich habe mir die Farbe ein bisschen schöner vorgestellt, aber die ist schon sehr schlicht, matt. So mit Rosé. Also wie soll das denn funktionieren? Leute, das ist einfach so ein Dings. Seht ihr das? Aber es haben wirklich auch viele in den Reviews da geschrieben, haben ein bisschen gelesen. Das ist super. Achso, das ist dieses... Komm, Freunde, bevor ich mich jetzt hier beschwere, probieren wir es einfach. Ich habe gerade Locken. Das ist die beste Ausgangslage für diesen Test. You see, it's angeschlossen. Ah, okay, man kann hier so die Hitze verstellen. Es fühlt sich beim Drücken irgendwie ein bisschen Billo an. Ich bin halt so den Dyson und so gewöhnt, aber man spürt bei jedem Drücker so eine Vibration in der Hand, aber das soll nicht so sein. Also, das ist ein bisschen, ist einfach ein bisschen weird. Ich glaube, ich sollte mal meine Haare durchkämmen vorher, auch wenn das natürlich ein Kamm ist, aber die sind halt gerade so, weil ich da mit nassen Haaren gepennt habe. Ich glätte jetzt auch nicht alle meine Haare, außer das funktioniert jetzt wirklich mega gut und einfach, weil in diesen Anwendungen ist es ja bei der ersten Begegnung mit dem Haar schon glatt. Ich bezweifle es. Aber ich will ja eigentlich meine Haare zurzeit ein bisschen schonen vor Hitze und so. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Dyson so mag, weil die ja so eine haarschonende Technologie haben. Oh Gott, tut das gut, seine Haare durchzukämmen. Alle Lockenbesitzer, wollte ich nur sagen, aber alle, die Locken haben, die wissen gleich, was ich meine. Locken sehen halt irgendwie nur gut aus, wenn man sie nicht kämmt. Aber sie dann zu kämmen, das ist ja einfach die Befreiung. Wow. So, Friends, er hat mir jetzt irgendwie nicht gesagt, ob er fertig ist. Er hat kein Geräusch gemacht oder so. Aber laut Anleitung müsste er ja schon längst heiß sein, weil 60 Sekunden sind definitiv schon vorbei. Ich bin so gespannt, ne? Also jetzt, dass mich noch irgendwie Haarglatt-Tools überzeugen können, da muss halt wirklich was Bahnbrechendes passieren. Aber sowas wie dieses Ding habe ich auch noch nie gesehen. Welche Hand macht denn dann den Handschuh an? Okay, nehmen wir mal hier diese Partie und kämmen einfach. Wow. Das hat gerade gut funktioniert, oder? Warte mal, erster Versuch, okay. Ich kämme und
Glatt? Warte mal, ich will den Handschuh kurz ausziehen, weil ich muss das immer kurz... Wartet. Hier, störrische Haare hinten. Ich kämme. Blatt? Hä? Okay, Moment mal. Moment. Mann, ich würde meine Haare gerade gerne besser abtrennen. Warte mal. So, wir sind jetzt hier bei der Partie. Da ist leider schon ein bisschen was glatt. Kämme. Und es ist glatt? Also bei Glätteisen muss ich auch manchmal öfter drüber gehen und das ist ja voll ungesund. Und das hat funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt auch hier die heißeste Stufe. Ich mache mal eine weniger. Die sind jetzt nicht so perfekt gestylt. Weil man kann das halt nicht... Es kämmt nicht vom kompletten Ansatz, außer du hältst es da so komplett dran. Ich muss da mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe mein Video immer so gemacht irgendwie. Das geht sogar auch. Also das finde ich schon verrückt. Also es funktioniert. Der Wahnsinn, Freunde. Ich will jetzt einmal kurz hier bei so einer vorderen Haarpartie testen. Seht ihr, wie schnell das geht? Wie schnell ich gerade gekämmt habe? Also das ist schon verrückt. Aber warum ist das so? Ist das sehr schädlich für die Haare? Welche Hitzestufe? Das würde ich halt gerne wissen, welche Hitzestufe ich hier gerade anwende. Freunde, also... Wie schnell funktioniert das? Ich glaube, das ist irgendwie, weil die Strähnen hier so in den Ritzen sind. Also das macht ja irgendwie Sinn, dass das gut funktioniert, weil das so von unten und so die Haare auch... Also ich bin gerade ein bisschen begeistert. Ich sag ehrlich, Freunde, damit hätte ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet. Ich versuche mal jetzt so ein dickeres Teil, ne? Wir machen jetzt hier mal den richtigen. Ja, okay, dick geht halt nicht. Es geht nur so dick, wie es hier Platz hat. Ich sag ehrlich, für so einen Tag, wo es mal richtig schnell gehen muss, jetzt ohne groß abzutrennen, okay? Ihr könnt natürlich jetzt nicht so kämmen, weil das muss erstmal hier sich reinfuchsen. Aber ihr könnt einfach hier so drüber gehen und es vielleicht echt so ein bisschen wie so eine Haarbürste benutzen. Und dann muss es schnell gehen. Ihr wollt nur irgendwie ganz kurz für eine Frisur oder so, das so ein bisschen mehr gebannt haben. Ist das eigentlich schon eine gute Erfindung? Weil ich meine, sonst, keine Ahnung, warum man jetzt das brauchen sollte, wenn man ein Glätteisen hat. Aber ich bin fasziniert. Ich bin wirklich fasziniert. Krass. Die sind auch so, die glänzen auch so. Ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Und zu einem perfekten Styling gehört natürlich auch das perfekte Make-up. Ich Idiot, habe mich jetzt schon geschminkt, deswegen werde ich mich jetzt nochmal abschminken, um mich dann nochmal neu zu schminken. Cool. Ja, ich habe nämlich diese Werbung hier gesehen. Und ich habe hier so einen Pack bekommen bei Amazon. Also in den Kommentaren stand, dass es das bei Amazon gibt. Deswegen habe ich das bei Amazon gesehen. Das war jetzt kein richtiges Advertisement, sondern ich habe mich einfach influencen lassen. Und 4 Stück fand ich einen guten Deal. Und das hier soll irgendwie anscheinend funktionieren. Und dann kriegt man so, boom, die Lashes der Lashes. Ich glaube, ich lasse die Seite mal kurz dran, weil so habe ich mich ja normal geschminkt. Und das hier mache ich nochmal ab und mache es mit dem. Ich habe mir heute wirklich richtig Zeit gelassen und das so alles so perfekt ausgeblendet und so. Und jetzt will ich das machen, nur für euch. Also wenn das jetzt hier kein Like verdient hat, dann weiß ich doch auch nicht. Jetzt noch schnell die Base und dann können wir wieder Wimperntuschen auftragen. An manchen Tagen mag ich meine ungeschminkten Augen einfach irgendwie viel mehr. Und es ist jetzt gerade wieder genauso. Ich würde am liebsten das Auge auch abschminken. Sollen wir? Nein. Sollen wir? Nein, wir brauchen vorher noch Effekt. Liebe Leute, da sind wir wieder im Hause Loops. Ich benutze jetzt genau dieselbe Wimperntusche. Ich habe die gleiche Wimperntusche wie auf diesem Auge angewendet. Hier seht ihr nochmal, das ist mein ganz normal geschminktes Auge. Das hier ist mein ungeschminktes Auge. Und wir werden jetzt dieses Teil hier benutzen. Und ich habe Angst, mein Auge auszustechen. Das soll halt helfen, dass man sich nicht ans Auge malt. Aber ich denke mir gerade so, brauche ich denn das oder was? Vielleicht brauche ich auch eher das. Weil das ist mir irgendwie zu groß. Seht ihr, das hat irgendwie eine ganz andere Form als mein Auge. Haben die alle unterschiedliche Formen? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir probieren es aber mal. Ich hoffe, ihr seht jetzt genug, weil ich muss ja auch ganz nah an den Spiegel. Mama, Hilfe, was mache ich hier? Hol mich ab. Was soll denn darin gut sein? Was soll denn, was macht, das macht überhaupt keinen Sinn. Also klar, es schützt die Haut davor, so angemalt zu werden, aber... Nee, also... Ihr braucht sowas nicht. Es bringt gar nichts. Es sieht
genauso aus, wenn nicht schlechter als auf der anderen Seite. Das ist höher. No, es ist auf jeden Fall durchgefallen. Also ich brauche das hier gar nicht weiter testen. Hier ist, glaube ich, noch für die unteren Augen. Für die unteren vielleicht, aber ich komme, glaube ich, eh irgendwie von Natur aus nicht so krass an mein Auge dran. Also ich will es irgendwie mögen, weil ich dachte, das biegt die auch gleichzeitig so richtig hoch, weil klar kann man die nie so komplett nach oben kämmen. Ja, vielleicht wenn man so von der Wurzel an die schminkt. Ich dachte, ich krieg danach richtig krasse Lashes. Nee, also ich weiß nicht, ob es Übungssache ist, aber ich finde, also schaut mal, das habe ich jetzt ohne gemacht. Ich habe mich auch trotzdem nicht angemalt und das sieht irgendwie besser aus. Das ist auf jeden Fall durchgefallen. Vielleicht ist es für die Leute was, die wirklich ein Problem damit haben oder sich gerade anfangen zu schminken, so kleinere unter euch oder so, die, ich weiß nicht, die irgendwie das noch nicht so gut so justieren können, aber ich habe jetzt schon seit ich 14 bin oder so, so krass Übungen da drin, dass ich mich eigentlich kaum anmale. Und ich brauche, also, ich dachte irgendwie, das wird die Wimpern noch krasser biegen und so. Es wurde da ja auch so ein bisschen so announced, aber es ist leider nicht so. So, Friends, vielleicht konnte ich euch ja vor dem einen oder anderen Fehlkauf bewahren. Das würde mich natürlich freuen. Aber vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen inspirieren. Und falls es noch mehr Sachen gibt, die ich testen soll, dann könntet ihr mir jetzt einfach immer, wenn ihr Werbung seht und so denkt, boah, irgendwie ist das eine geile Sache oder es ist bestimmt Scam, schickt mir die gerne immer weiter, leitet mir die weiter, schickt mir die Links auf Instagram und ich teste die dann für euch. Ich habe darauf richtig Bock. Vielleicht auch mit Jamie zusammen oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und zwar morgen, weil Daily Videos im Dezember, ne?